Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. 25. Spieltag, das Topspiel. Dieses Spieltag steht an zwischen Borussia Dortmund und dem HSV. Während der BVB in der Champions League im Hinspiel des Achtelfinals 3-1 gegen Amsterdam gewann, verlor der HSV sein Spiel gegen Marseille zu Hause knapp mit 0-2. War eine Menge drin, aber die Torchancen wurden nicht genutzt und deswegen Marseille am Ende ein bisschen cleverer, hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Südfrankreich geschafft. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurück in die Bundesliga, denn zwischen dem oder vor dem Rückspiel in der Champions League stehen noch drei Bundesligaspiele an und das erste ist ein enorm wichtiges, denn die Borussen aus Dortmund hängen dem HSV im Nacken, nur 2 Pünktchen. Hinter dem HSV, sprich wenn sie gewinnen, ziehen auch die Dortmunder am HSV vorbei und HSV fällt auf Platz 5 zurück. Das wollen wir mit allen Mitteln verhindern und irgendwie den Anstoß an Tabellenplatz 2 weiter beschaffen. Der HSV dabei mit einigen Umstellungen. Vor 3 Tagen war erst das Achtelfinal-Hinspiel, während die Dortmunder noch eine Woche Pause dazwischen hatten, waren also während dieser Woche nicht aktiv, deswegen ordentlich ausgeruht. Im Gegensatz zu den HSV-Spielern, deswegen einige Umstellung. Im Tor, dort hat sich nichts verändert, dort steht wieder Oliver Baumann. In der Viererkette rechts hinten Jerome Boateng. Nach langer Zeit rückt auch mal wieder Falu Diagne in die Startelf, neben natürlich den Kapitän Chaikou Kouyaté. Auch Marcel Janssen neu dabei, mal wieder auf der Linksverteidigerposition. Im Vierer-Mittelfeld Dani Caligiuri über rechts. Zentral mit Christian Eriksen und Dennis Aogo. Über links Heung-min nach langer Zeit auch mal wieder in der Startelf. Und vorne, dort sollen sie beiden Stoßstürmer richten, Aubergine, Aubameyang und natürlich auch Banana Boni. Gucken wir auf die Dortmunder, zuletzt in der Liga 2-0 gewonnen gegen Stuttgart, da sehen wir auch das 3-1 in Champions League Achtelfinal Hinspiel gegen Ajax Amsterdam. Davor in der Liga 1-2 gegen Bayern verloren, also Dortmund wollen die Borussen in die Champions League und heute haben die die ganz große Chance an uns vorbeizuziehen. Und die haben auch noch eine Rechnung offen aus der Vorsaison. Zwar ist Dortmund der Meister geworden mit einem Sieg in Freiburg, aber da haben wir sie ja nochmal mächtig geärgert, als wir am vorletzten Spieltag in Dortmund gewannen und fast nochmal das Unmögliche möglich gemacht haben. Außerdem haben wir auch noch das Hinspiel in dieser Saison zu Hause mit 4-1 gegen Dortmund gewonnen. Also Dortmund, beziehungsweise der HSV ist für Dortmund schon so eine Art Angstgegner. Aber trotzdem versuchen sie heute natürlich hier im Borussia Park, wollte ich gerade sagen. Nein, im Signal Iduna Park zu gewinnen. Kuba Blaszczykowski fällt dabei allerdings verletzungsbedingt aus. Aber trotzdem waren die Dortmunder eine richtig starke Elf plus eine richtig starke Bank da zusammenbekommen. Im Tor die 1 Roman Weidenfeller, davor die Viererkette mit Lukas Piszczek, Subotic, den in Real Life zum HSV gewechselten Lasse Subic und Marcel Schmelzer. Davor die 2 Sechser mit Sami Khedira und Sven Bender. Und 3 offensive Mittelfeldspieler mit Mario Götze, Ivan Perisic und Leonardo Bittencourt, der im Real Life zu Hannover 96 gewechselt ist. Und unseren ehemaligen HSVer als einzige echte Spitze, Mame Juf. Auf der Bank noch tolle Leute dabei, wie Felipe Santana für die Verteidigung. Wundert mich, dass Subic davor gezogen wird, aber okay. Gündogan, einer der für mich stärksten Bundesligaspieler überhaupt, nur auf der Bank. Respekt, Moritz Leitner, Christian Löwe und Julian Schieber. Ah, Dortmund hat noch ein paar Alternativen, genau wie wir. Wir schon einige Leute wie Alaba, wie Welcott und Alamaher, alle zunächst nur auf der Bank. Dennis Diekmeyer heute nicht mal im Kader. Aber genug der Worte. Gehen wir in den 25. Bundesligaspieltag. Dem HSV droht ja fast alles aus der Hand zu gleiten. Es droht dem HSV, oder der HSV droht alles zu verspielen in der Champions League. Wie gesagt, 0-2 zu Hause gegen Marseille, das wird sehr schwierig im Rückspiel in Marseille aufzuholen. Und in der Bundesliga mittlerweile, ich glaube, 12 Punkte von den Bayern weg und 2 Punkte hinter den Schalkern, oder es ist nur 1 Punkt, die momentan den 2. Tabellenplatz belegen, punktgleich mit der Borussia aus Gladbach, der bisherigen positivsten Überraschung während dieser Saison. Der HSV als Tabellendritter der letzten Saison nur 4.
und Dortmund, der deutsche Meister, sogar nur auf Tabellenplatz 5, angeführt von Mario Götze. Ja, hier im Let's Play ist er natürlich der Dortmunder Jung, auch in Dortmund geblieben. Im Real Life hat das gute Geld der Bayern doch noch gelockt. Mal schauen, wie er dort beim deutschen Rekordmeister zurechtkommen wird. Hätte ruhig in Dortmund bleiben können, da hat er gewusst, was er hat. Aber naja, manchmal tut ein Wechsel gut, manchmal nicht. Das muss man selbst herausfinden. Der heutige Schiedsrichter ist Ludger Falk. Werden wir hier mal wieder Daniel Caligiuri sehen, heute über rechts kommt, anstelle links, über links. Und hier die Seitenwahl der beiden Kapitäne. Das überspringe ich einfach mal gekonnt, um die Tabelle nochmal zu sehen. Ach, und wir sind nur ein Punkt hinter dem Tabellenzweiten Schalke und dem punktgleichen Gladbachern. Sami Khedira, gelb vorbelastet, und Ivan Perisic bereits 13 Saisontore auf dem Konto. Wettbewerbsübergreifend. Bettencourt überraschend in der Startelf im offensiven Mittelfeld hinter Mahmet Diouf, der auch noch in Dortmund nicht so richtig in Torlaune kommen will. Ist ein kleiner Chancentod. Haben wir ja vor 2-3 Spielzeiten oft genug selbst miterlebt. Der HSV, viele Umstellung aufgrund der englischen Woche. Aber dazu hat man ja einen breiten Kader, damit alle mal ihre Einsatzzeiten bekommen und die Qualität trotzdem nicht allzu sehr darunter leiden soll. Dortmund stößt an in Gelb und Schwarz, ganz typisch gekleidet im ersten Durchgang von links nach rechts mit Sven Bender im Doppelpass mit Perisic, und da kommt Leonardo Bittencourt gleich das erste Mal an den Ball, während Nürnberg gleich mal in Führung geht gegen Gladbach und Diagne den ersten Ball rausköpft. Feder Eriksen, gut gespielt, und dann gleich der nächste Fehlpass hinterher. Beide Teams nervös, aber jetzt kommt erstmal Götze. Der legt nochmal raus. Perisic, und das gibt nur einen Wurf. Ball noch nicht in der Torauslinie. Marcel Janssen hat da gut geklärt. Nochmal Janssen. Und das gibt sogar einen Wurf für den HSV. Lässt den Ball liegen für Heumensson. Und er auf seinen Kapitän Kouyaté. Oh, und der Flügel wechselt auch mal völlig misslungen. Und Glück für den HSV, dass dort kein Foul gepfiffen wird. Perisic da in die Zange genommen von Eriksen und Caligiuri. Aber jetzt erstmal ruhiger Spielaufbau mit Aogo. Heute wieder im zentralen Mittelfeld. Sonder gestört von Götze, auch gehalten. Er ist den Vorteil abwarten lassen, wurde keiner. Son führt den Freistoß schnell aus. Aogo mit den schwächeren Rechten geflankt. Aber Lasse Subic steht da ganz gut. Genau wie Diagne in dieser Situation. Aubameyang kriegt den Ball nicht weiter gespitzelt. Konter für die Gastgeber über Khedira, der im Real Life ja in Verbindung steht mit dem FC Chelsea, nachdem Real Madrid gut eingekauft hat, gerade auf seiner Position. Wird Khedira als möglicher Abgang bei Real Madrid gehandelt? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Mourinho kennt ihn ja aus seiner Zeit auch noch zu gut. Und falls es gerade bei euch geknallt haben sollte, das liegt daran, dass die Katzen gerade wieder Amok laufen. Perisic versucht auch Amok zu laufen, gelingt ihm aber nicht. Jerome Boateng hält nämlich sein Bein dazwischen. Aogo, ja, Boni zu schicken, das lasse ich einfach mal. Marcel Janssen, keine Unterstützung, muss nochmal hintenrum abwarten. Aogo, gute Seitenverlagerung auf Boateng. Aubameyang, Aogo, Marcel Janssen gegen Piszczek, holt immerhin den Einwurf raus. Aubameyang, 13 Bundesliga-Tore. Nur zwei Spieler in der Bundesliga haben mehr, nämlich er hier, Wilfried Boni, und Luc de Jong von Mönchengladbach. Und jetzt ist kommt Aubameyang zum Abschluss. Hätte gleich ziehen können mit den Gladbacher Holländer. Aber wieder kläglich vergeben. Oh, und das war riskant von Weidenfeller. Boni, wenn er einen Antrittspunkt mehr gehabt hätte, wäre er vielleicht rangekommen. Aogo, viele technische Fehler auf beiden Seiten. Sehr nervöser Beginn hier. Dortmund da vielleicht ein bisschen Respekt wegen den letzten Partien gegen den HSV. Janssen, guter Ball. Auf Heumensson, hat er den noch? Nee, gut abgelaufen. Und den Weg versperrt von Subotic.
Na komm, Roman, versuch's nochmal mit dem kurzen Abstoß. Nee, diesmal keine Experimente, langer Ball. Aber Kouyaté fängt ihn ab. Und der schickt gleich mal Aubameyang. Ah, schwierig dagegen, zwei, drei Dortmunder. Bittencourt. Und wieder Fehlpass. Bender kam diesmal da nicht ran. Boateng. Linie lang, Aubameyang. Kaijuri. Aogo. Aber der braucht zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Konterchance über Bender. Schickt einfach mal den Ball auf Perisic. Gut gedacht, aber Diagne. Ganz clever gegen Bittencourt. Ist da ein Tick schneller. Am Ball der Mann aus dem Senegal. Heung-min Son. Jansen. Heung-min Son. Der hat zuletzt kaum gespielt. Der müsste ein bisschen Kraft haben. Einfach mal die Linie ein bisschen auf und ab gehen. Zusammen mit Marcel Jansen. Und das müsste abseits sein. Denkst du, Heung-min Son? Jansen. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter von Khedira. So die Konterchance. Aber Jansens rechter Fuß ist auch nicht so bekannt dafür, was Kreatives beizusteuern. Das rechte Bein braucht er eigentlich nur zum Stehen. Mamadjouf. Erstmal in Aktion. Und gleich mit dem Fehlpass. Diagne dazwischen. Boateng. Oh, Nachlässigkeit vom heutigen Rechtsverteidiger. Jouf mit der Flanke. Und Götze gewinnt das Kopfballduell gegen Marcel Jansen. Das wird man auch nicht allzu häufig sehen. Gut gemacht von Boateng. Kaijuri. Eriksen. Aubameyang kriegt den Ball nicht durch. Ah, das Spiel gegen Marseille steckt den HSV-Spieler noch ein bisschen in den Knochen. Merkt man deutlich. Sven Bender. Mamadjouf. Gegen seine ehemaligen Kollegen. Bittencourt. Mit Glück kommt der Ball zu ihm. Zu Sami Khedira. Direktabnahme, aber gut gehalten von Oliver Baumann. Ecke Perisic. Und Eriksen. Auf der Linie. Glück für den HSV hier. Aber die Konterchance, die ist schon fast verpufft. Aogo macht das noch gut gegen Piszczek, aber es dauert alles viel zu lange. Aubameyang gestört von Subic. Und der Ball ist wieder weg. Mamadjouf, Bittencourt. Gut gespielt. Mamadjouf noch einmal. Und nochmal rausgelegt. Bender. Aber diesmal gut gestört von Boateng. Und Kouyaté klärt den Ball. Aubameyang, vielleicht die Konterchance, aber nee. Die Spiele, die Zuspiele sind einfach nicht gut genug. Aogo, auch dieser Pass Richtung Boni findet nicht sein Ziel. Das läuft bei den Dortmundern jetzt deutlich besser als noch zum Anfang dieser Partie. Okay, kaum sage ich das. Nächster Fehlpass vom Götze diesmal. Aogo, Son. Aber diese Zuspiele auf Aubameyang und Wilfried Boni funktionieren momentan einfach nicht. Eriksen, nächster Ballverlust. Khedira dazwischen. Auffälligster Akteur auf dem Platz. Götze köpft zurück. Aber der Schuss von Bittencourt war es, glaube ich, zu harmlos, zu wenig Dampf dahinter. Kaijuri, der versucht jetzt mal eine 1:1 Situation heraufzubeschwören. Macht er gut. Und jetzt versucht er Aubameyang zu bedienen. Fehler Subic. Oh, nicht mitgerechnet, dass Aubameyang da nochmal an den Ball kommt. Ach, das wäre nochmal die Chance gewesen. So steht es zur Halbzeit. Im Verfolgerduell um die Champions League Plätze zwischen dem 5. und 4. zwischen Dortmund und HSV. Torlos 0:0. Oh, und Aubameyang hat ja auch noch diese eine Chance hier. Die beste auf Dortmunder Seite, diese von Sami Khedira, den auffälligsten Akteur auf dem Platz. Gladbach hat mittlerweile den Ausgleich geschafft in Nürnberg. Weniger gut für uns. Aber wenn es dabei bleibt und wir noch ein Türchen schießen, könnte das durchaus doch noch positiv enden. Gucken wir mal auf die Ausdauer. Boateng angeschlagen, Kaijuri, Eriksen, Aubameyang ebenfalls. Mit Welcourt, Lukaku, Mahia, Alaba haben wir noch ein paar Alternativen auf der Bank sitzen. Daran sollte es nicht scheitern. Aber wir werden erstmal unverändert weitermachen, genau wie die Borussen aus Dortmund. Zweite Halbzeit, HSV immer noch in den roten Hosen. Jetzt von links nach rechts. Dennis Aogo.
Kaijuri, Boni, links, viel Platz. Aubameyang wollte ich eigentlich nicht anspielen, aber warum nicht, wenn es denn so funktioniert. Aber Boni bekommt den Ball auch nicht entscheidend unter Kontrolle. Kouyaté, kein Foul von Juve, langer Ball Richtung Bittencourt. Boateng bei ihm, jetzt Götze gegen Jansen, aber macht der Linksverteidiger gut. Der für mich im Real Life letzte Saison stärkste HSVer, habe ich glaube ich auch schon häufiger erwähnt. Marcel Jansen, Boni, und jetzt schickt ihn doch den Aubameyang, den Real Life Dortmunder, aber der Real Life HSVer dazwischen, nehme ich Lasse Subic. Verkehrte Welt, im Signal, Iduna Park, Juf, Bittencourt, schickt Marcel Juf, und jetzt muss Marcel Jansen dahinterher. Wieder Marcel Juf, aber Marcel Jansen mehr oder weniger souverän, köpft er seinen Kapitän an und der klärt dann. Marcel Jansen, gute Idee, Glück, dass der Ball bei Aogo ankommt. Aubameyang muss warten, bis Leute nachrücken mit Boateng, Perisic. Klärt zum Einwurf. Roman Weidenfeller bereits 10-mal ohne Gegentor geblieben. Jetzt kommt Ilkay Gündogan in der offensiven Zehnerrolle, was er im Real Life momentan ja auch spielt. Aubameyang gegen Schmelzer. Setzt nach, gut gemacht von Aubameyang. Eriksen, den hat er noch. Aber wieder geklärt. Ich glaube diesmal von neben Subotic. Kein Foul von Juf. Aber der Ball in die Spitze abgefangen von Kouyaté. Kaijuri, Aubameyang, Eriksen, Aubameyang zu Boni, Subotic hält den Schlappen dazwischen. Wieso geht Aogo da nicht hin? Aber manchmal ist die KI echt, sagen wir es mal, seltsam, um nett zu bleiben. Boateng, oh, mit dem Fehler gegen Gündogan. Ilkay Gündogan bringt die gute Flanke. Kaijuri mit zurückgeeilt. Und Aubameyang macht auch nochmal spannend. Aogo. Aubameyang, oh. Ne, da will ich jetzt mal, nein, ich will wechseln, danke. Aubameyang, der spielt auch fast jedes Spiel durch, deswegen, der hat auch mal eine Pause verdient. Ja, Lukaku, mal wieder deine Chance. Eine weitere Bewährungschance. Eriksen auch schon völlig geplättet. Alaba herkommt. Und auch, komm, wir machen einfach mal den Dreierwechsel. Frio Welcott kommt noch für Dani Caligiuri. Und ich hoffe, man hört gerade nicht das Geschrei eines gewissen Tieres im Hintergrund. Ich tue einfach so, als wäre nichts gewesen. Und der HSV auch gleich mal mit einem Dreifachwechsel hier. Nach einer guten Stunde im Signal Iduna Park zu Dortmund. Frische offensive Kräfte, Welcott, Maher, Lukaku. Und dann wollen wir nochmal in die Offensive gehen hier. Marcel Schmelzer, Gündogan, Bender, Perisic. Jetzt muss der HSV aufpassen. Dirk Ney mit der Grätsche und Boateng hält den Ball im Spiel. Spielt zu Olli Baumann, seinem Keeper. Holminson. Für mich viel zu defensiv in diesem Spiel eingestellt. Marcel Jansen dafür jetzt in der Offensive. Setzt sich gut durch. Marcel Jansen, was macht er? Oh, lässt sich noch vom Piszczek den Ball abnehmen. Da war deutlich mehr drin. Wollte da zu viel. Marcel Jansen. Son mit Pech, dass der Ball da durchrutscht. Aber Dirk Ney passt gut auf. Nürnberg geht in Führung erneut. Gegen Borussia Mönchengladbach. Boateng geht dem Ball nicht entgegen. Könnte teuer werden. Gündogan. Aber gut. Von Welcott zurückgearbeitet. So heißt das. Marcel Jansen Fehler. Götze gegen Aogo auf die linke Seite ausgewichen, seine eigentliche Stammposition, und über die kommt er jetzt, Dennis Aogo gegen Piszczek, Jansen nochmal auf Holminson, nicht optimal gespielt, aber Son kann sich nicht durchsetzen. Und fast noch der Fehlpass zu Wilfried Boni, aber Ball kommt an, Maher, stark gegen Perisic. Welcott schickt Lukaku, aber auch der Ball wieder ein Tick zu lang. Es fehlt am Ende die Genauigkeit in den Zuspielen in die Spitze. Deswegen weiterhin 0 zu 0.
Lukaku auf dieses Zuspiel. Kein Problem für Subotic, diesen Ball abzufangen. Und jetzt spielen die Dortmunder hier nochmal hinten rum. Was soll das werden? Sind die etwa mit den Unentschieden hier zufrieden? Kann ich mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Die Fans werden es ganz sicherlich nicht sein. Und ein bisschen unkreativ, was die Dortmunder hier gerade spielen. Und dieser Schuss, der war auch mal einer aus der Trickkiste. Wenn er getroffen hätte, Chapeau. Aber so war das nichts. Und jetzt gehen die Dortmunder doch noch einmal drauf hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und so haben die Dortmunder die Chance. Aber Khedira verstolpert. Und Mahmet Diouf, wie wir ihn kennen, vergibt die Riesenchance. Und Wilfried Boni verliert das Kopfballduell. Und auf einmal ist die Mitte völlig frei. Perisic gegen Rekord. Und QRT im allerletzten Moment da. Ach, der war gar nicht dran. Das war ein Kopfball von Mahmet Diouf. Okay, so kann man den Ball natürlich auch klären. Einfach Diouf zum Schuss oder Kopfball kommen lassen. Irgendwie geht der Ball dann auch schon dann vorbei. Und wieder die Mitte völlig offen. Wo sind die HSV-Spieler? Arthur Jansen und Baumann. Zeigt, dass er auch Fußball spielen kann. Nächster langer Ball. Jansen. Und der HSV bekommt den Ball mal wieder nicht raus. Und dann rutscht er da durch. Und er macht es in der 88. Natürlich macht er es. Der Mahmet Diouf. Und abseits war es, glaube ich, auch noch. Aber da fällt ein dann. Es fällt mir nichts mehr dazu ein. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Ob es Pech ist, ob es einfach nur dumm, Unvermögen ist, alles zusammen. Ich habe keine Ahnung. Kurz vor Schluss verliert der HSV auch dieses wichtige Spiel. Gegen Ende dieses Let's Plays nehmen sich die Akteure des HSV zum schlechtesten Zeitpunkt eine Auszeit. Boni, Lukaku, Lukaku, Ballenfeller. Nochmal Ecke und Oliver Baumann ist mit vorne. Nachspielzeit läuft bereits. Dennis Aogo. Lukaku mit vorne. Natürlich ist er mit vorne. Er ist der Stürmer. Boateng. Legt nochmal zurück. Für QRT. Aber der Kapitän zieht vorbei. Ist das die zweite bittere Niederlage innerhalb weniger Tage? Es sieht fast so aus. QRT. Und da ist der Abpfiff. Der HSV auf den letzten Metern hier scheint alles, wirklich alles zu verspielen. In der Bundesliga jetzt der Absturz auf Platz 5. In der Champions League im Achtelfinale. Wenn man ehrlich ist, realistisch ist, nur sehr wenige Chancen, das Viertelfinale zu erreichen. Dennis Aogo am Boden zerstört. Wie ist das zu erklären? Ich habe keine Ahnung. Dirk Nee versteht die Welt auch nicht mehr. QRT trotzdem Fairplay. Bedankt sich beim Schiedsrichter gespannt, genau wie Ilkay Gündogan, der übrigens völlig scheiße hier im Spiel aussieht. Dem sollte man im nächsten FIFA auch mal ein Originalgesicht verpassen. Ach, mir bleibt einfach nicht viel mehr zu sagen momentan. Lasse Subic. Natürlich ein Real Life HSV, der zum Spiel des Tages wird. Und ein Ex-HSVer während des Let's Plays, der das Tor macht. Entscheiden diese Partien. Maher und Welcott eine 4,0. Was ist da denn passiert? Eine Niederlage, das ist passiert. 0-2 gegen Marseille, jetzt 0-1 gegen Dortmund. Und die Gladbacher tun uns sogar den Gefallen, auch noch zu verlieren. Verlieren gegen die abstiegsbedrohten Nürnberger mit 2-1. Hoffenheim schlägt Hannover 1-0. Die kommen jetzt auch noch wieder so langsam ein bisschen an uns ran. Meine Herren. Und Bremen gewinnt im Mittelfeldduell gegen Frankfurt mit 2-1. Einfach nur bitter im einen Wort. Wir sehen die Tabelle. Ich gehe nochmal eben einen Tag vor. Die Bayern müssen am Sonntag dann noch spielen. Und wahrscheinlich auch gewinnen. Wir haben auch schon den nächsten Monat. Natürlich haben die Bayern gewonnen.
genau wie der FC Schalke. Gucken wir uns das nochmal eben an. Bereits 10 Punkte Vorsprung vor Schalke. Aber die Meisterschaft werden sich die Bayern nicht mehr nehmen lassen. Gladbach trotz der Niederlage immer noch Dritter, punktgleich mit Dortmund. Wir ein Pünktchen dahinter auf Platz 5. Nur noch in der Europa League. Ach, wahrscheinlich werden wir sogar rausgeschmissen am Ende der Saison. Okay, für mich jetzt nicht so schlimm, weil nach dieser Saison das Let's Play sowieso zu Ende ist, aber das möchte ich dann trotzdem gerne noch irgendwie verhindern. Und die Hoffenheimer, die kommen auch so langsam an uns ran. 4 Punkte nur weg und dann zwischen den 6. und 7. 11 Punkte Vorsprung. Das ist schon eine halbe Ligatrennung hier. Gucken wir nochmal kurz auf die Spielerstatistik. Da führt immerhin noch Boni mit einem Treffer vor De Jong. Aubameyang auf Platz 3. Aber hilft uns alles nichts, wenn wir in der Tabelle nicht so gut dastehen, wie wir wollen. Und wir haben, wie gerade gesagt, einen neuen Monat. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt Spieler Stärkepunkte dazu gewonnen haben. Wobei, hat Baumann schon vorher eine 85 gehabt? Ich glaube nicht, oder? Weil manchmal ist das ja auch verbuggt mit den Anzeigen. Normalerweise steht ja, wenn der Spieler einen Pluspunkt in diesem Monat oder im letzten Monat gesammelt hat, dann wird er neben dem Namen, rechts neben dem Namen, so ein kleines grünes Symbol angezeigt. Ne, Boni, der hatte vorher keine 86. Das ist wieder so ein kleiner Bug in FIFA. Ach, das sind so viele Kleinigkeiten zu verbessern, was EA dann macht. Das ist manchmal echt zum Kotzen. Aber vor allem sollen sie die Online-Server beim nächsten FIFA mal stabilisieren, sonst kriege ich irgendwann wirklich noch einen mittelschweren Anfall. Also Boni auf jeden Fall einen Stärkepunkt dazu gewonnen. Ich glaube Baumann auch, der jetzt auf einer 85 ist. Son könnte auch einen Stärkepunkt dazu bekommen haben, da bin ich mir gerade unsicher. Und alle anderen scheinen so geblieben zu sein. Wobei Beister, hatte der schon eine 79, weiß ich gar nicht so genau. Ach, mittlerweile hat er auch mal ein Tor geschossen und sogar zwei vorgelegt für die Hertha. Jetzt wo es bei den Berlinern nicht mehr so gut läuft in der Liga, als zum Anfang in der laufenden Saison. Und als nächstes steht das kleine Nordderby an, das HSV-Derby. HSV gegen Hannover 96. Interessante Partie, aber der HSV mit wenig Selbstbewusstsein gehen sie in dieses Derby gegen Hannover. Zwei ganz wichtige Spiele verloren, zum Teil auch sehr unglücklich verloren. Sie haben nicht wirklich schlechter gespielt, aber am Ende standen keine Punkte da. Das soll sich dann hoffentlich im nächsten Spiel ändern, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Beim nächsten Mal zu Gast, dann Hannover 96.